Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind nach einer etwas längeren sommerlichen Pause zurück bei unseren Schweden im Jahr 1856. Wir stehen an der Schwelle zum Atomzeitalter, aber das große und wichtige Ereignis beim letzten Mal war die Kriegserklärung der Ungarn gegen unser Land. Und sie haben uns das dritte Mal den Krieg erklärt. Und dieses Mal war ich in der Tat gewillt, hier jetzt etwas härter durchzugreifen. Das war einmal zu viel, würde ich sagen. Ich habe euch nach eurer Meinung gefragt, was die Kriegsziele betrifft, und ihr wart relativ einhellig der Meinung, dass es vor allem wichtig ist, hier einen Landweg nach Westeros zu schaffen und erstens, um die Stadt selbst zu entlasten, den Druck von der Stadt zu nehmen. Sie droht ja uns aus der Hand genommen zu werden. Und zweitens die Ungarn damit vom Meer abzuschneiden. Und ich denke, diesen Weg werde ich gehen. Wir werden also Köschek versuchen zu erobern. Wir werden Debrecen versuchen zu erobern. Und vor allem, und das ist sozusagen das, was am meisten wehtun wird, wir werden versuchen, Pest anzugehen. So, ich folge da einem Strategieplan, einem Kriegsplan, der von Alejandro Garcia vorgeschlagen wurde, weitestgehend. Finde ich eine gute Idee. Wir werden hier im Süden gewissermaßen Ärger machen, Stress machen, versuchen hier immer wieder die Grenzen zu überschreiten, aber nicht hier wirklich Angriffe auf die Städte zu unternehmen. Und wir werden unseren Hauptvorstoß hier im Norden durchführen. Wir werden mit unserem Geld Truppen kaufen, das ist ganz klar. Und wir werden versuchen, unsere Schiffe und Flugzeuge auch hier hinzubringen. Ein Flugzeugträger werde ich versuchen, hier hinzubringen, Cumbi Salé, um von dort aus mit Bombern zu agieren. Den anderen hier nach oben und natürlich auch mit dem Schlachtschiff dann Köschek schon mal zu belegen. Mit dem Zerstörer sind wir ja schon vor Ort, aber das genügt natürlich noch nicht. Okay, also es gibt viel zu tun, ihr merkt es. Dann war eine wichtige Geschichte, Hattusha ist nicht mehr unser Untertan. Ich hatte fälschlicherweise gedacht, sie sind auf die ungarische Seite gewechselt. Sind sie gar nicht, sie sind auf die russische Seite gewechselt. Insofern steht im Raum, dass wir vielleicht mit Russland Frieden schließen. Aber ich habe mir das mal angeguckt. Die wollen tatsächlich 25 Gold. Nein, für 30 Runden. Das ist dann doch irgendwie zu viel. Ich glaube, ist es auch nicht ganz so entscheidend, denn... Halt, ich komme hier nicht raus. Da oben. Denn... Wir bekommen, wenn ich das richtig sehe, in zwei Runden drei Gesandte. Da haben wir fünf Gesandte und dann können wir uns Hattusha locker zurückholen. Also ich denke, das ist der Weg und die Russen lassen wir Russen sein. Die sind ja relativ weit weg und die sollten uns nicht großartig stören und im Wege sein. So, jetzt gibt es aber noch ein bisschen was vorher zu tun. Ich habe mal wieder geguckt, wie wir handeln können. Wir können ein bisschen handeln. Wir fangen mal an hier mit Mansa Musa. Dem können wir anbieten, habe ich gesehen, Wale und Oliven. Findet er beides toll. Würde uns 6 für 30 Runden geben. Ist nicht so großartig, aber wir nehmen das mal an. So, dann habe ich gesehen, dass der Kanadier mit uns handeln will. Und zwar auch Oliven, wenn ich das richtig sehe. Und da bezahlt er schon deutlich mehr. 9 machen wir gerne. So, und zu guter Letzt haben wir noch Harald. Und da geben wir Gips und ebenfalls Oliven 8. Gern gesehen, das Ganze. Okay, was wir natürlich bedenken müssen, wir brauchen tatsächlich Ressourcen. Wir haben zu wenig Uran und wir haben zu wenig Aluminium. Aluminium ist vor allem durchaus ein Problem. Naja, da werden wir so ein bisschen noch immer wieder handeln müssen. So, jetzt gehen wir die Sachen mal durch. Also, vielleicht machen wir erstmal die Stadtangriffe. Mal gucken, was wir hier erreichen können. Von Westeros können wir hier auf diese blöde Kürassier-Armee feuern. Gut, dann machen wir ein bisschen Schaden. Wir haben hier noch eine Fernkampfarmee. Oh, die löscht die Einheit komplett aus. Okay. Na, doch nicht komplett. Ich dachte es, aber es bleibt tatsächlich noch was übrig. Warum zeigt ihr mir noch einen Stadtferngang? Kann ich zweimal angreifen? Ach so, weil ich Viktor dabei habe. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, ist ja fantastisch. Okay, damit ist der erste Vorstoß auf Westeros schon mal abgewehrt. Gut, dann gibt es hier auch noch einen Stadtangriff oder einen Lagerangriff, den wir unternehmen können. Das machen wir dann auch. Hat es dann auch hinter sich. Und die restlichen Truppenbewegungen machen wir aber später.
Gouverneur etabliert. Ich gucke mir erstmal die Geschichte an. Ach so, Hattusha, ja. Jetzt ist die Frage. Die haben jetzt Krieg erklärt. Wisst ihr was? Ich setze, glaube ich, gleich mal meine zwei Gesandten. Einen ist erstmal wieder Gleichstand. Und wenn ich dann die drei habe, dann ziehen wir nach. So würde ich das mal sagen. Hattusha, wo bist du? Hier weiter unten. Aber er hat 17. Habe ich mich da eben verzählt? Ach nee, 17 brauchen wir, um souverän zu werden. Aber ich glaube, so müsste man Frieden schließen können, oder? Bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Egal, wir versuchen es. Okay, wir haben erstmal Geschichte geschrieben. Ah. Okay, die haben Söldner gleich angeworben. Uiuiui, dann war das doch ganz gut, ne? Wobei, ich weiß gar nicht, Hattusha, was hatten die für Truppen hier? Naja, wie auch immer. Es scheint wieder Frieden zu herrschen. Und wir haben gleich nochmal Zeitalterpunkte bekommen, ohne dass ich das so kalkuliert hätte. Sehr schön. Prima. So, was haben wir hier? Souzerän-Status verloren. Das ist alt. Brauchen wir nicht mehr. Wir gucken uns die Produktionsgeschichten an. Umeo hat gebaut den Lebensmittelmarkt. Wir werden nachziehen. Umeo hat ein Problem, dass kein Strom da ist. Aber ich denke, das werden wir lösen können, wenn wir hier den Solarparks bauen können. Dann will ich nämlich... Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, so wie ich mir das denke, aber ich will hier Solarparks bauen. Die müssten für Stockholm gelten und Stockholm kann dann die Energie nach Umeo schicken. So ist zumindest der Plan. Bis dahin werden wir mal 7 Runden Hilfeleistung machen für die Hilfsanforderung, die noch läuft. Das ist, glaube ich, auch ganz okay. So, dann haben wir hier einen Archäologen noch. Wo wollten wir den denn hinschicken? Warte mal, das wird doch immer hübsch angezeigt, ne? Wo noch irgendwelche Fundstellen sind. Da scheinen wir das letzte Mal irgendwas gemacht zu haben. Ich sehe im Moment gar nichts. Hier, weit entfernt. Und da, weit entfernt, gibt es keine näheren Fundstätte. Wahrscheinlich bin ich mal wieder blind. Hier oben und da ist auch noch eine. Tja, die Frage ist, was ist jetzt schneller zu erreichen? Obwohl, vermutlich ist es hier unten das am schnellsten zu erreichen. Ich bin mir nicht sicher. Wir testen es mal. 4 Runden, 4 Runden, 4 Runden, 3 Runden. Ja. Ja, okay. Dann gehen wir hier hin. So, was haben wir noch für Einheiten zu bewegen? Ah ja, jetzt kommen wir zu den Militäreinheiten. Also hier will ich einfach nur so ein bisschen ärgern. Ich möchte eigentlich möglichst aus der Reichweite der Städte bleiben. Hier sind wir in der Reichweite des Lagers. Die Artillerie ist natürlich hier auch in Angriffsreichweite des Lagers. Ja, hier versuchen wir natürlich das Lager zu schädigen, ganz klar. Dass wir das mit der Zeit runterbekommen. Aber hier ein Angriff. Ach so, ja, ist ja ein Fernkraftangriff, ist ja kein Problem. Machen wir natürlich auch. So, das Problemchen ist diese Einheit. Die muss ich hier wegziehen, sonst gibt es massive Probleme. Die muss ich heilen. Ziehen wir sie nach Kumbisale, glaube ich. Okay. So, was machen wir mit dem Panzer? Ich meinte, der ist noch ganz frisch. Wenn ich hier hinziehe, kann das Lager mich angreifen, aber egal. Machen wir das mal. Und wir werden ein bisschen... Achso, plündern bringt ja Gesundheit. Das sollten wir dann vielleicht erst machen, nachdem wir möglicherweise angegriffen werden. Also lassen wir das mal. Bleib mal hier, bitte. So, was haben wir hier noch? Genau, Flieger. Passt auf, ich will Folgendes machen. Ach, hier haben wir auch Kampfflieger. Naja, die helfen auch schon mal. Wir können ja in Städten auch Flieger positionieren. Deswegen will ich hier schon mal an die Front. Damit können wir auch ein bisschen was machen. So, dann haben wir hier eine Truppe, die außerhalb der Reichweite ist. Wir können plündern und Straße plündern. Das ist gut. Wir werden jetzt von hier plündern. Oder? Ist die außerhalb der Reichweite? Ich glaube ja, ne? Hier ist, obwohl, das Lager kann schießen. Aber es ist einfach zu verlockend, die 392 mitzunehmen. Ja, das machen wir mal. Ich glaube nicht, dass die uns erledigen können.
So, dann haben wir hier noch einen Kampfflieger. Wir haben hier oben übrigens auch einen feindlichen Kampfflieger. Also der Gegner hat auch schon was zu bieten. Den werden wir auch mal in eine Stadt schicken. Und zwar hier vielleicht hin. Können wir von hier auch agieren? Ja. Wenn wir die Bombe haben, werden wir natürlich die Kampfflieger da wieder rausschicken. Habe ich den jetzt dahin geschickt? Nee, entschuldigt. Nochmal das Ganze. Neue Basis zuweisen. Okay. So, die müssen dringend. Mit denen können wir eigentlich kaum noch was anfangen, mit dieser Kavallerie. Wir können natürlich plündern und bekommen 50 Gesundheit. Das würde gehen. Und eigentlich ist sie auch nicht in Reichweite. Dann machen wir das. Okay. Insofern doch noch zu was zunutze. So, jetzt kommen natürlich die ganzen Flotten. Ich werde mal Franz von Hipper auf diese Seite bringen. Obwohl wir ihn hier eigentlich nicht brauchen. Aber wir haben hier noch eine Teilflotte, die irgendwann zum Einsatz kommt. Die ist aber jetzt zu weit weg, um sie hier... Aber da bringe ich Franz von Hipper hin. Oh Gott, dauert das lange. So, dann haben wir hier unten ein U-Boot. Das nehmen wir weg hier. Das bringen wir hier oben hin. Ich meinte, na, mal sehen. Hattusha, ach so, wir sind ja noch nicht verbündet mit Hattusha. Ja, das dauert alles jetzt seine Zeit, aber so ist es dann eben. Aha, hier haben wir den Militärpionier. Und ich habe eine Sache gelernt. Und zwar, dass man Eisenbahnen auch in Städten bauen muss. Das habe ich immer falsch gemacht die ganze Zeit. Das heißt, ich habe eigentlich keine durchgehende Verbindung hier. Das müssen wir jetzt mit der Zeit leider mal nachholen. Bisschen doof, aber wir müssen jetzt alle Städte abklappern, um das zu erledigen. So, die Kavallerie, die bleibt dann bitte jetzt hier einfach nochmal stehen. Die schießen auf das Lager. Wir werden jetzt versuchen, sukzessive erstmal das Lager zu erledigen, bevor wir nach Pest weiterziehen. Minus 35 Verteidigung, nicht übel. Aber die müssen weg, die müssen sich erstmal heilen. Eigentlich macht das keinen Sinn, jetzt mit den anderen Truppen da rumzustehen. Wir brauchen hier massive Artillerie. Das ist jetzt unser Weg. Wir werden jetzt mit Artillerie und Bombern uns einfach den Weg erstmal frei bomben und dann nachziehen. Und die Truppen... Na gut, ich meine, ansonsten würden sie auf die... Wir bleiben hier stehen, weil ansonsten würden sie auf die Artillerie feuern. Machen wir das mal so. Gut, was haben wir hier? Wir haben den Zerstörer hier. Mit dem Zerstörer. Können wir da irgendwas Sinnvolles machen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist der Zerstörer hier blöd. Wir haben hier ein bisschen geplündert, aber wir werden beschossen. Deswegen sollten wir uns vielleicht erstmal kurzzeitig zurückziehen, bis wir mit besserer Power auftauchen. Mehr können wir erstmal hier nicht machen. So, hier haben wir jemanden. Oh ja, sehr gut. Wir können eine Ölquelle erstellen. Das ist genau das, weswegen wir hier oben sind. Wobei, naja, die Frage ist, wie lange haben wir das jetzt hier? Und wir haben hier oben einen Handelsweg. Und ich glaube, ich wollte Produktion hierher bringen. Und es ist nicht... Das Problem ist, geht das jetzt durch feindliches Gebiet? Ja, das geht komplett durch feindliches Gebiet. Das können wir ja nicht machen. Hier oben, das ist der einzige Weg, der denkbar ist. Also, Corussa, Laventa. Das sind die beiden einzigen, die wir machen können. Wo finden wir Corussa? Da. Ja, das ist doch okay. Nehmen wir den. Halt, da ist ja auch noch Eger. Verdammt, das habe ich nicht gesehen. Das ist ja auch noch eine ungarische Stadt. Die musste eigentlich auch weg. Ich hoffe hier, dass unsere malinesischen Freunde das da erobern. Das wäre eine richtig gute Sache. So, und eine Rockband haben wir auch noch. Genau, wir machen ja jetzt keine Wundertour mehr, weil keine Wunder mehr da sind. Wir werden jetzt hier die grenznahen Kulturstätten abklappern, um dort die Bevölkerung hier und die Soldaten unseres Verbündeten zu motivieren. Das ist doch großartig. Okay, jetzt haben wir zumindest eine Bewegung getan. Oh Gott, immer noch der gleiche Zug hier. Ja, es ist viel zu tun. Jetzt werden wir noch was machen. Den Kampfflieger. Achso, ja, der hat mir gerade da positioniert. Das Maschinengewehr. Das kommt raus. Das kommt dahin. Damit können wir nämlich das Lager durchaus angreifen. Können wir jetzt sogar schon machen.
Ja, minus 6 Verteidigung ist natürlich erbärmlich. Aber ich habe das deshalb rausgezogen, weil ich jetzt hier Truppen kaufen will. Die Panzerabwehrmannschaft. Ach so, wir haben auch noch einen General. Der muss ja auch noch zum Einsatz kommen. Der wird hier hinfahren. Die Panzerabwehrmannschaft, die wird zwar hier in Norrköping bleiben, so ein bisschen als Verteidigung, aber wenn die da drin steht, können wir nichts kaufen und wir wollen kaufen und das machen wir nämlich jetzt. Also, ich möchte kaufen. Ich will jetzt erstmal die Artillerie hier. Ich denke, es bringt, glaube ich, nichts für die Angriffsbombardierungsstärke, wenn man Artillerie-Armeen oder sowas hat. Wurde mir zumindest von euch gesagt. Deswegen kaufe ich jetzt erstmal zweimal normale Artillerie. So, mehr kann ich jetzt erstmal nicht kaufen hier in dem Lager und ich will ja im Lager kaufen, weil das bringt doch immer irgendwie, bringt das nicht irgendwie Anfangserfahrung oder sowas? War das nicht so? Hat das nicht irgendeinen Vorteil, Sachen im Lager zu produzieren? Mir war doch so, warte mal, ich gucke das mal kurz. Kaserne plus 25 Kampferfahrung für alle nah an Land. Ja, okay. Genau. Okay, das heißt plus 25% schneller. Die haben aber keine Anfangserfahrung, oder? Dann ist das so gedacht. So, das nächste, was wir kaufen, ist, ich will eine Drohne kaufen. Die bringt plus 1 Reichweite und plus 5 Bombardierungsstärke. Und das ist genau das, was wir brauchen. Dann stehen wir nämlich außerhalb der Reichweite des Lagers und der Städte und können trotzdem bomben, was das Zeug hält. Das ist perfekt eigentlich für uns jetzt hier gedacht. Genau diese Art Kriegsführung habe ich mir vorgestellt. Drohnen, Bomber, Artillerie. Wunderbar. Das Arsenal einer echten Demokratie. So, gehen wir schon in die nächste Runde. Irgendwas ganz Cleveres wollte ich noch machen. Aber mir ist es natürlich entfallen, wie immer bei den cleversten Sachen. Egal, schauen wir mal, was der Gegner macht. Es gibt die ein oder andere Einheit, die wir vielleicht verlieren könnten, weil ich das letzte Mal ein bisschen übereilt gezogen habe. Mal gucken. Obwohl, ich glaube, ich habe sie alle gerettet, die angeschlagen waren. Aber wir sind sowieso noch nicht fertig. Ich sagte, wir sind im Beginn des Atomzeitalters. Das Atomzeitalter endet, habe ich gerade mitbekommen. Das war mir ja gar nicht bewusst. Wartet mal, das heißt, der bietet gar keinen passiven Effekt mehr? Wir sind schon. Ich bin total. Ich bin entsetzt. Sehen wir irgendwo nochmal, welches Zeitalter ist? Blüte des Informationszeitalters. Keine Ahnung, ich bin verwirrt, Leute. Ich bin verwirrt. Warte mal. Irgendwo muss man das auch sehen können. Kann man mit Sicherheit. Ich weiß es bloß nicht. Hier, Informationszeitalter. Ach, das Atomzeitalter kommt vor dem Informationszeitalter. Das ist jetzt der Irrtum von mir gewesen. Ja, alles klar. Ich habe es nur verwechselt. Na, dann ist dieser General doch völlig sinnlos, oder? Dann erzeugt sofort eine Kavallerieeinheit mit einer Beförderungsstufe. Ja, machen wir das jetzt. So, was kommt hier? Toll. aber die können wir doch zusammenbringen mit der anderen Kavallerie, die wir noch haben. War das der gleiche Typ? Ich denke ja, ne? Und dann werden wir sie irgendwann befördern. Aber wir können hier auch gleich eine Beförderung machen. Fernkampfbelagerungseinheiten. Zweimal Flankierungsbonus. Das ist vielleicht ganz gut. Machen wir das mal hier. So, was haben wir noch? Die sollten hier stehen bleiben. Und wir haben noch ein Maschinengewehr hier am Start. Wo bringen wir das hin? Ich würde sagen, das bringen wir mal hier zum Einsatz. Zur Verteidigung benötigen wir es nicht. Bringen wir es mal hier für den Angriff auf das Lager hier zum Einsatz. Okay, da bleibt es erstmal stehen. So, jetzt aber nächste Runde. Ja, sehr gut. Überlass das Erkunden mir. Was ist sie mit Erkunden? Ich meine, hallo, wir sind im Informationszeitalter. Da ist nichts mehr mit Erkunden, da googelt man alles.
Oh, wir werden tatsächlich angegriffen. Auch vom Lager aus. Haben die uns jetzt komplett erledigt? Ach du Mist. Ach du... Okay. Ahnst es nicht. Und das Lager haut doch ganz schön rein, ne? Muss ein bisschen aufpassen, was ich hier mache. Okay. Huiuiui. Gut, also. Unklarheiten geklärt. Atomzeitalter ist aktiv. Irgendein Wunder wurde beendet. Süleman hat den Eiffelturm gebaut. So, leider wurde diese arme Einheit getötet. Aber wir werden uns rächen mit unserem Panzer. Das sehe ich jetzt schon. Und wir haben ein Versprechen... Hä? Das Versprechen, Truppen von der Grenze bewegen, ist ja wohl ein Witz. Ich meinte, hallo, wir sind im Krieg. Das ist doch wohl erbärmlich. So, die könnten... Ah, ich kann sie nicht ganz erledigen, aber... Der Angriff erfolgt trotzdem. Das ist die Rache für unsere gefallenen Kameraden. Und hier ist direkt nochmal eine Beförderung verfügbar. Sehr gut. Ja. Wisst ihr was? Wir machen... Was ist eigentlich... Die haben gar nicht geschossen, ne? Seht ihr, da bin ich mal wieder nicht über die Regel informiert, wann ein Lager schießen kann und wann nicht. Kaserne, Waffenkammer, Militärakademie... Oder hatten die doch geschossen? Ich habe es bloß nicht gemerkt. Hm. Die haben dieselben Gebäude. Egal, wir feuern erstmal mit unserer Kanone da mal wieder rauf. Erreicht der Kampfflieger dort irgendwas? Nee. Luftangriff. Ja, der erreicht da was, tatsächlich. Minus 13 ist doch nicht schlecht. Und eine Beförderung ist verfügbar. Ja, warum nicht? Dann können wir den von hier aus auch nochmal einsetzen. Und die Artillerie wird nach vorne gezogen, beziehungsweise die Drohne muss jetzt irgendwie zum Einsatz kommen. Wie funktioniert das genau? Wird hier nicht mehr gesagt. Irgendwie beim benachbarten Feld oder so, ne? Ich würde mal sagen, wir lassen mal die Drohne... Lassen wir es mal hier hinfliegen. Die Artillerie schicken wir da hin. Und eigentlich müsste die Artillerie dann von hier aus 1, 2, 3 das erreichen können. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert. So, bitte jetzt mal hier bleiben. Ne, eine Armee wollen wir nicht bilden, sondern erstmal einfach stehen bleiben. Gut. Gut. Der Kampfflieger hat seinen Job getan. Wir gucken uns das... Tatsächlich, sie hat jetzt Angriffsreichweite 3. Das heißt, sie bräuchte da jetzt eigentlich gar nicht mehr stehen. Im Übrigen, doch, die haben gefeuert. Sehe ich gerade. Sie haben gefeuert, weil das Maschinengewehr war vorher, glaube ich, nicht angeschlagen, ne? Insofern werden wir uns jetzt hier konsequent von dem Einzugsbereich des Lagers zurückziehen und die Kanone auch auf 3 Entfernung zurückziehen und dann einfach mal feuern, 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 bis es, ja, bis es runtergefeuert wird und dann kommt unser Angriff. Das klingt nach einem guten Plan, oder? Würde ich auch sagen. Gut, dann machen wir das. Können sich aber natürlich jetzt nicht mehr bewegen, weil ich schon gefeuert habe. Und vorsichtigerweise, aber die sollten noch irgendwo hin, wo sie erstmal sich wieder ausruhen können. So, na gut. Liebe Leute, wir machen erstmal Pause, bevor wir mit den Kampfhandlungen fortsetzen, die dann hoffentlich etwas besser vorbereitet sind. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.